Ho, 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 ho. Natürlich alle Hos ohne E am Ende. Hi, Alter. Lang ist her, habe ich mir sagen lassen. Dachte mir, weißt du, so an Weihnachten erstmal schon mal frohe Weihnachten wünschen jedem. Hoffen, dass es besinnliche Weihnachtsfeiertage für euch alle gibt. Und so ein bisschen quatschen über das, was die letzte Zeit so passiert ist und vielleicht die nächste Zeit so passieren könnte, womöglicherweise. Nämlich, erstmal schon mal vorneweg ein paar Neuigkeiten. Viele Leute haben lange danach gefragt. Wir haben endlich einen Discord-Server. Ding. Falsche Seite. Also für Leute, die daran Interesse haben und darauf irgendwie aktiv werden wollen, auf jeden Fall Link in der Beschreibung, nicht wahr? Des Weiteren, Merchandise, Alter. Wie cool ist das denn bitte schön? Wurde ja auch das ein oder andere Mal nachgefragt. Deswegen mit Schwester jetzt zusammen, danke nochmal dafür an dieser Stelle, zwei verschiedene T-Shirts entworfen, beziehungsweise zwei verschiedene Motive entworfen. Die gibt es dann sowohl auf T-Shirts, als auch auf Trinkflaschen, als auch auf Teddybären, als auch auf allem eigentlich. Cappies, Grillschürzen, Handyhüllen. Also, wer da Bedarf hat und zwingend nochmal ein kaufen möchte, auch Link in der Beschreibung. Wurde ja quasi auch mal langsam Zeit, nicht wahr? Weiterhin, für die Leute, die es womöglich nicht mitbekommen haben, auf Twitch sind wir im Moment gerade eben dabei, ein Giveaway zu verlosen. Und zwar gibt es erstmal ein großes Gewinnspiel für die Subscriber auf Twitch drüben, die mich da so freundlich unterstützen. In dem Paket enthalten wäre dann erstmal das zweite Mikrofon, das ist ein Blue Yeti, für die Leute, die also ein tatsächlich brauchbares USB-Mikrofon brauchen, wäre das ja quasi dann angebracht. Dazu das komplette Nikolaus-Kostüm, handsigniert, nicht wahr? Und 5 Steam-Spiele, heilige gottverdammte Scheiße. Zum Teilnehmen einfach im Twitch-Set, Ausrufezeichen, Sub-Giveaway. Da gibt's dann die Teilnahmebedingungen. Teilnahmeschluss ist der 26., also der zweite Weihnachtstag. Verlost wird dann irgendwann zwischen den Feiertagen, so um den Dreh. Einfach da eintragen, sagen, was kurz für euch besonders macht. Und dann wollen wir mal sehen, wer da so die besten Karten hat und da dann gewinnen kann. Des Weiteren ein kleines Giveaway für die Follower drüben auf Twitch. Darin enthalten, Alter, spektakulär, das originale uralte Kartoffelmikrofon. Wie cool ist das denn? Dazu bisher eine Zuckerstange und 3 Steam-Spiele. Also wenn da jemand auch noch dran teilnehmen möchte, sehr, sehr gerne. Funktioniert genauso, nur mit dem Ausrufezeichen Follower-Giveaway. Falls also jemand zwingend noch Weihnachtsgeschenke haben möchte, das wäre dann quasi die Gelegenheit dazu, nicht wahr? Außerdem dachte ich mir, weißt du, wenn wir gerade schon mal quatschen, so ein kleines Update, wie es mir geht, wie es mir in den letzten Monaten ergangen ist und wie es vielleicht in den nächsten Monaten und so weitergehen könnte, wird vermutlich. Und zwar, ganz ehrlich, mir geht's die letzten 2 Monate sehr viel besser als vorher. Ich bin sehr, sehr glücklich mit der Position, in der wir im Moment sind. Und ich bin sehr, sehr glücklich mit der Richtung, in die wir im Moment gehen. Und wenn du irgendwann an einem Punkt ankommst, an dem das, was du tust, was eigentlich sehr, sehr viel Spaß machen soll, dich körperlich und psychisch dermaßen belastet, dass du wirklich aufpassen musst, dass du nicht krank wirst, dann bei aller Liebe für das, was man tut, muss man irgendwo Konsequenzen ziehen und Sachen verändern, weil das war nicht gut für mich, was hier passiert ist. Zwischen, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal Ostern und Oktober, das war wirklich nicht gut. Das hat mich, sowas von runtergezogen. Da musste sich was ändern und mit der Richtung, die wir jetzt gegangen sind, bin ich sehr, sehr zufrieden. Und deswegen denke ich, ist es dann gerade an Weihnachten auch nochmal angebracht, Danke zu sagen, gerade ausdrücklich nochmal an die Leute, denen die Person, die sie unterstützen, wichtiger ist als die Plattform, auf der sie die Person unterstützen. Das kommt wirklich von Herzen. Ich bin da unendlich dankbar für die Leute, die das tun. Und ich glaube nicht, dass es mit irgendeinem Geld oder mit irgendeinem Hab auf dieser Welt möglich wäre, euch zu ersetzen oder aufzuwiegen oder sonst irgendwas. Also deswegen an dieser Stelle ein aufrichtiges Danke, wie gesagt, für die Leute, die unabhängig von irgendeiner Plattform mich unterstützen und denen egal ist, wo wir miteinander unseren Spaß haben können. Danke, wirklich, von tiefstem Herzen. Womit wir dann auch den Blick Richtung Zukunft quasi wenden können. Und ich, es wird vermutlich weitergehen mit dem ein oder anderen Stream natürlich, weil das ist wirklich, wie gesagt, eine Sache, die mir unheimlich viel Spaß macht. Die Interaktion live mit euch ist der absolute Knaller. Ich habe den größten Spaß seit Jahren damit. Also sehr, sehr fantastisch und sehr, sehr fesch. Des Weiteren die Überlegungen, inwiefern man das dann umsetzt, wird sich zeigen. Das ist eine Sache, die ich noch nicht getestet habe, von der ich erstmal gucken muss, wie das zeitlich dann hinhaut und so weiter und so fort. Statt den Streams uncut in ein paar Episoden hochzuladen, von jedem Stream ein Best-of zu machen, also quasi aus jedem einzelnen Stream ein Highlight-Video zusammenzuschneiden, das dann hier hochzuladen und die VODs, die man dann ungeschnitten gucken kann, die sind ja sowieso auf Twitch, also für die Leute, die da eventuell den Chat vermissen oder so, das kann man alles auf Twitch nachgucken und da läuft er dann auch nebenher. Und so dann der Plan. Also es ist so ein bisschen, weißt du, für die Leute, die doch lieber zu 100% auf YouTube bleiben wollen, dann einfach, weißt du, Best-of davon hochzuladen. Und wenn dann jemandem irgendwie Best-of davon gefällt, kann er sich das VOD gerne angucken. Das wird dann logischerweise unten drunter verlinkt und dann wollen wir mal sehen. Und so weiter und so fort. So vielleicht der Plan. Und je nachdem, was die Zeit hergibt, vielleicht auch wieder 1 oder 2 Videos pro Woche exklusiv für YouTube. Werden wir dann mal sehen. So zumindest der Plan. Für den Moment war es dann erstmal so, dass ich irgendwie wirklich, ich hatte es ja gerade gesagt, mir ging es damit wirklich, wirklich schlecht. Ich würde es nicht einfach sagen, wenn es nicht echt beschissen gewesen wäre. Und deswegen erstmal die letzten 2 Monate auch ernsthaft dafür genutzt, mal so ein bisschen den Kopf freizukriegen. Das war wichtig für mich, weil ansonsten ohne Scheiß fahre ich nicht nur den Laden hier an die Wand, sondern dazu noch mich als Mensch und das wäre bei aller Liebe, es ist nicht wert, sich damit krank zu machen. Und das war mir sehr, sehr wichtig, dagegen zu steuern. Und deswegen, wie gesagt, wollen wir mal gucken,
so ein bisschen die Zeit genutzt, so ein bisschen zu reflektieren, so ein bisschen vielleicht Kraft wieder aufzuladen, die Akkus wieder aufzufüllen und dann mal gucken, dass wir vielleicht so ein bisschen auch wieder das ein oder andere Reddit-Video, irgendwie sowas. Wir müssen mal gucken. Es hängt dann auch davon ab, wie sehr oder wie gut das jetzt hier überhaupt noch aufgenommen wird. Werden wir dann sehen und dann wird alles fantastisch. Also, das wären dann erstmal die Weihnachtsdingsbumse, das wären die Updates für den Kanal, sehr, sehr viel Neues und sehr, sehr viel Fantastisches, wie ich finde. Zusätzlich zu dem Giveaway, das wir gerade schon hatten, wie jetzt, das kündige ich jetzt schon mal an, für die Leute, die da eventuell sich ein bisschen auch vorbereiten wollen oder schon mal ein bisschen mit anfangen wollen zu üben oder sowas in die Richtung. Es wird Anfang des nächsten Jahres dann direkt noch ein Gewinnspiel geben. Namentlich wird das so sein, dass wir dann euch dazu anhalten, quasi einen Pixelkrutz zu gestalten. Und dann unter den Einsendungen werden wir dann gucken, welche davon am coolsten ist und welche davon am besten aussieht, welche davon am lustigsten ist, was auch immer, irgendwas in diese Richtung. Und der Gewinner, der bekommt dann quasi sein eigenes T-Shirt. Das wird dann auch im Spreadshirt-Shop gedruckt und es wird da verkauft und der Gewinner bekommt dann zusätzlich auch eine kostenlose Ausgabe sozusagen von eben diesem T-Shirt. Also für die Leute, die da kreativ unterwegs sein wollen, das wäre doch fantastisch, oder? Also bitteschön, haltet euch ran, ich finde das fantastisch. Viele Einsendungen wollen wir dann mal sehen, wer da am kreativsten und am fantastischsten arbeitet und wer sein eigenes T-Shirt in dem Shop da unten bekommt. Wie cool ist das denn? Also nochmal, sämtliche relevanten Links unten runter. Ich hoffe, ihr habt bis dahin ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr und dann sehen wir uns in alter Frische und alter Stärke zurück, auf das wir noch vieles Neues und Tolles erreichen werden. Meine Damen und Herren, danke mich wie immer dafür, dass ihr da wart. Dafür bitte erstmal einen Like-Button kaputt, busch, busch, kloppen, Alter, in den Kommentaren. Weihnachtsgrüße, einen guten Rutsch, feiert euch selbst, genießt die Zeit mit euren Familien, Haustieren, wem auch immer. Ansonsten, wie immer, vielen lieben Dank, dass ihr da wart und offiziell winkenderweise wie immer bis zum nächsten Video. Ja, liebe Leute, tschüss.